Petto Award hat in den letzten beiden IndyCar-Saisons seine Klasse definitiv bewiesen und konnte beim letztjährigen Young Drivers Test zum ersten Mal ein Formel-1-Auto für McLaren testen. Auch wenn sein Herz aktuell noch für die IndyCar-Serie schlägt, würde er nach eigener Aussage ein Angebot für die Formel 1 zu 100% annehmen. Aber wie realistisch ist ein Wechsel von Award in die Formel 1? Patricio Award Junco wurde am 6. Mai 1999 in Monterey geboren und startete seine Karriere 2005 im Kartsport. Er blieb dort bis 2012 aktiv und konnte dabei mehrere mexikanische und nordamerikanische Meisterschaften gewinnen. 2013 folgte sein Debüt im Formelsport. Er ging dabei in der Pacific F2000 Championship, der lateinamerikanischen LATAM Challenge Series und der Formel Renault 1.6 an den Start, wobei erstere die erfolgreichste war. Petto nahm an 5 Rennen teil, gewann davon 4 und wurde so letztendlich 5. im Gesamtklassement. 2014 fuhr er in der französischen Formel 4. Obwohl er die ersten beiden Rennwochenenden verpasste, konnte er quasi in jedem Rennen punkten und konnte in Le Castellet einen Sieg einfahren, was ihm letztendlich den 7. Meisterschaftsplatz bescherte. 2015 kehrte er nach Nordamerika zurück und startete in der Pro Mazda Championship. Er schaffte es, 3-mal aufs Podium zu fahren und wurde damit 6. im Klassement. Für das Folgejahr blieb er in der Serie aktiv und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Von 16 gefahrenen Rennen konnte er 7 gewinnen, davon 5 in Folge. Für den Titel reichte dies jedoch nicht und er musste sich Aaron Tiedels geschlagen geben. 2017 ging Award zunächst bei den ersten 4 Rennen der Indy Lights Serie an den Start und konnte beim 2. Rennen in St. Petersburg einen 3. Platz einfahren. Als Vollzeitprogramm fuhr er an der Seite von James French in der Prototype Challenge Klasse der IMSA Sportscar Championship. Das Duo konnte unter anderem Klassensiege bei den 24 Stunden von Daytona und den 12 Stunden von Sebring einfahren und wurde letztendlich mit 7 Siegen aus 8 Rennen Meister in ihrer Klasse. 2018 kehrte Award in den Formelsport zurück und ging Vollzeit in der Indy Lights für Andretti Autosport an den Start. Dort wurde recht schnell klar, dass die Meisterschaft entweder an Award oder an Colton Herta gehen würde. Award konnte jedoch mehr als die Hälfte der Rennen gewinnen und wurde so Meister. Dies ermöglichte ihm einen Start beim IndyCar-Finale in Sonoma, wo Petto für Harding Racing fuhr und auf dem 9. Platz ins Ziel kam. Im Folgejahr sollte er eigentlich für Harding Steinbrenner Racing an der Seite von Colton Herta in der IndyCar-Serie starten. Aufgrund von finanziellen Problemen verließ Award jedoch rund einen Monat vor Saisonstart das Team. Er fuhr daher ab dem 2. Rennwochenende für Carlin und konnte mit Platz 8 dort anknüpfen, wo er im Vorjahr aufgehört hatte. Von da an ging es jedoch bergab. Award schaffte es nicht, sich für das wichtigste Rennen der Saison, das Indy 500, zu qualifizieren und konnte zudem keine weiteren Top-10-Resultate einfahren. Trotz dieser ermäßigen Ergebnisse wurde Award im Mai 2019 ins Red Bull Junior-Programm aufgenommen. Im Zuge dessen übernahm er in Österreich das Formel-2-Cockpit des gesperrten Mahavi Raghunathan bei MP Motorsport und konnte einen 14. Platz im Sprintrennen einfahren. Nachdem Dan Ticktum aus dem Red Bull-Programm geworfen wurde, übernahm Award dessen Platz in der japanischen Superformula. Er ging dort für 3 Rennen an den Start und konnte in Okayama einen 6. Platz als bestes Ergebnis einfahren. Red Bull zog Award anscheinend sogar für einen Formel-1-Sitz bei AlphaTauri für die Saison 2020 in Betracht. Allerdings machte die FIA diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Da das Starterfeld der Indy Lights Saison 2018, also in Pettos Meisterjahr, nicht groß genug war, wurden nicht die vollen Punkte für die Superlizenz vergeben, so dass Award die für die Formel 1 erforderlichen 40 Punkte nicht erreichte. Aus diesem Grund wurde Petto von Helmut Marko vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen, damit er sich nach einem Cockpit in der IndyCar-Serie umsehen konnte. Am 30. Oktober 2019 wurde schließlich bekannt gegeben, dass er dort in Zukunft für das Team Arrow McLaren SP starten wird. Nachdem die Saison 2020 verspätet startete, konnte Petto beim 4. Lauf in Road America mit Platz 2 sein erstes Podium bei den IndyCars einfahren. Durch weitere Podiumsplätze und vielen Platzierungen innerhalb der Top 10 beendete Petto die Saison letztendlich auf dem 4. Gesamtrang. Die Saison 2021 begann für Award mit einer Pole Position in Alabama. Aufgrund einer alternativen Boxenstopp-Strategie war im Rennen jedoch nur der 4. Platz drin. Beim 3. Rennen auf dem Texas Motor Speedway konnte Award sein erstes Podium der Saison einfahren.
da es sich bei Texas um einen Doubleheader handelte, fand das nächste Rennen direkt am nächsten Tag statt. Award konnte sich dort gegen Joseph Newgarden durchsetzen und so sein erstes Indycar-Rennen gewinnen. Dieser Sieg brachte ihm durch eine Wette mit McLaren-CEO Zak Brown sehr früh in der Saison die Möglichkeit ein, den MCL 35M beim Young Drivers Test der Formel 1 zu fahren. Beim Indy 500 fuhr Award in der Spitzengruppe mit und führte das Rennen sogar über einige Runden hinweg an. In der letzten Runde wurde er allerdings von Simon Pagenaud überholt und kam so als Vierter ins Ziel. Beim 8. Saisonrennen in Detroit holte Award sich auf spektakuläre Art und Weise seinen zweiten Sieg und übernahm damit die Führung in der Meisterschaft. Auch wenn er diese wieder recht schnell abgeben musste, hatte er bis zum letzten Rennen der Saison in Long Beach Chancen darauf, Meister zu werden. Dort wurde er allerdings von einem übermotivierten Ed Jones in der ersten Runde in der Haarnadelkurve gedreht, was letztlich in einem Ausfall durch eine defekte Antriebswelle resultierte. Die Tatsache, dass Award dazu in der Lage war, bis zum Schluss um den Titel zu kämpfen und das in einem Team, das noch nicht auf dem Niveau der Top-Teams der Serie ist, hat meiner Meinung nach gezeigt, was für ein guter Fahrer Award ist. Den Verlust des Titels hat er dabei nicht Ed Jones zu verdanken, sondern den Formschwankungen seines Teams. Es waren daher Rennen wie St. Petersburg oder Portland, bei denen Award im Mittelfeld ins Ziel kam, die ihm letztendlich den Titel kosteten. Diese Formschwankungen sollten in der nächsten Saison jedoch wahrscheinlich der Vergangenheit angehören, da McLaren erst vor einigen Monaten 75% des SP-Teams gekauft hat und damit die Ressourcen für ein Top-Team vorhanden sein sollten. Award wird dann, aller Wahrscheinlichkeit nach, wieder ein Wörtchen im Titelkampf mitreden. Wenn er es schaffen sollte, Meister zu werden und oder das Indy 500 zu gewinnen, hätte Petto meiner Meinung nach eine Formel 1 Chance durchaus verdient. Und es gab in der Vergangenheit einige Fahrer, die es geschafft haben, erfolgreich von der Indycar-Serie in die Formel 1 zu wechseln. Allen voran Jacques Villeneuve und Juan Pablo Montoya. Nach Petos durchaus erfolgreichem Formel-1-Test zieht das McLaren Formel-1-Team zudem in Betracht, ihn in Zukunft bei einigen freien Trainings einzusetzen. Ein Wechsel in die Formel 1 wäre daher meiner Meinung nach nur möglich, wenn bei McLaren ein Cockpit frei wird. Ob das Team sich dann dafür entscheidet, das Cockpit einem Formel-1-Rookie zu überlassen, wird sich spätestens dann zeigen. Aber jetzt seid ihr gefragt. Traut ihr Award den Wechsel in die Formel 1 zu? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt auf eure Gedanken. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, würde ich mich zudem sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis dahin, bleibt auf der Ideallinie und bis zum nächsten Mal.